Willkommen bei Gartenbau. Heute machen wir ein lustiges Thema. Ich habe mal investiert in eine neue Arbeitshose. Ja, auf was lege ich da Wert? Sie muss im Sommer, wie jetzt, da sollte sie nicht zu dick sein. Man gibt ja Sommerhosen und Winterhosen. Ich wähle darum immer lang. Wir haben hier viel Strauchwerk und auch viel Zecken. Ja, und darum lang. Und wenn wir bei uns wachsen, auch immer mal Brennnesseln und so weiter. Und wenn ich dann mit einer kurzen Hose, da muss ich ja mehr auf die Brennnesseln aufpassen als auf meine Arbeit. Arbeitshosen sind ja auch so anders gewebt als normale Hosen. Ja? Und ich muss mir auch keine Gedanken machen beim Arbeiten um meine Klamotten. Ja? Und wenn ich in Turnhose, Gärtner oder Latschen und vielleicht bloß einen kurzen Hemd und will irgendwo was abschnippeln, dauernd muss ich aufpassen, wenn es bei den Hosen ist. Ja? Immer dementsprechend habe ich meine Arbeitsschutzbekleidung. Ja, und sie lässt sich, die Arbeitssachen lassen sich besser reinigen, also auch besser waschen, als wenn, eine Jeans ist auch sehr stabil, aber wenn ich jetzt zum Beispiel, wir arbeiten nur viel mit Kettensägen, wenn ich dann einen Ölfleck drauf habe, dann habe ich ein Problem. Ja, weil eine Jeans wird mit 30 Grad gewaschen, ich kriege das Öl nicht mehr raus, da müsste ich ja so viel Reiniger drauf kippen. Ja, und ich habe es auch mal getestet, da kann man selbst die extremsten im Handel angebotenen Reiniger nehmen, so ein richtig schöner Ölfleck oder mit Altöl, das war's dann. Das sieht dann nicht schön aus, aber so eine Arbeitshose, na gut, nur noch eine schwarze Hose, die ich hier gerade gekauft habe, sieht man Ölfleck sowieso nicht so. Aber die kann man direkt in Reinigung bringen, wo Arbeitssachen gereinigt werden, ja, und dann ist das okay. So, und jetzt, natürlich habe ich die schon angeprobiert im Laden, Probe, wo ich sie geholt habe, wo es Arbeitsbekleidung gibt. So, jetzt werden wir mal noch mal gucken, ob sie richtig sitzt. So, wie man sieht, passt, wackelt und hat Luft. Wichtig ist, auch wenn zurzeit, das ist ja modern, wo wir heute das Video drehen, dass die Hosen so eng sind, dass man durch Blutungsstörungen kriegen würde. Ja, also die sollten alle ein bisschen luftdicht sein. Dann kann man sich nämlich auch richtig besser bewegen. Wenn die jetzt wie bei Jeans zum Beispiel oder selbst anderen Hosen im Schnitt hier unten zu eng sind, dann ist das schon überhaupt nicht gut, weil ja diese enge Hose dann auch alles abschneidet. Und wenn man dann länger arbeitet, wundert man sich, warum man vielleicht Krämpfe oder Schmerzen in den Beinen kriegt. Also ein bisschen, dass die hier oben im Bauchbereich sitzen muss. Aber dafür gibt es ja notfalls einen Gürtel, ja, oder Hosenträger. Aber wie gesagt, die sollte immer ein bisschen, dass man sich freiweg bewegen kann. Ja, wie man sieht, diese Arbeitshosen sind vom Schnitt her passend machbar. Die gibt es in allen Farben, in allen Designern mit Streifen. Die waren nur mal ein bisschen schwarz. Ja. Praktisch ist natürlich, wenn man dann noch Seitentaschen hat. Hier gleich mehrere. Muss nicht sein, ist aber praktisch, wenn man mal eine Rolle Bindfaden einstecken muss oder sowas. Und separat vielleicht mal noch ein anderes Gartengerät, ein kleines. Ja, also wie gesagt, und wichtig ist, man redet immer auf Arbeit von Arbeitsschutz. Aber die meisten Unfälle passieren im Haushalt. Also ich kann es nur empfehlen, das hat nichts damit zu tun, in welchem Status man sich fühlt. Ja, mit Schlips und Anzug Gärtnern ist wohl das Unbequemste, was man haben kann. Ja, also es ist keine Schande, in Arbeitssachen rumzulaufen. Ich wohne in der Gegend, da ist es eine Schande oftmals. Da wird man belächelt, wenn man Arbeitssachen anzieht. Aber ich muss mir, wie gesagt, keine Gedanken machen, kann freiweg loslegen. Und wenn ich mit Schlipsen ans rumlaufen müsste, dann kann ich mich doch wohl umziehen. Ja, aber im Garten, ja, ich empfehle, wie gesagt, lange Hosen. Sonst stapft sich, wenn hier kann ich durch Brennnesseln durchgehen. Jetzt habe ich so eine kurze an, wie jetzt, oder so wie so eine Bermuda-Schurzhose hier. Da muss ich jedes Mal aufpassen, das muss ich hier nicht. Ja. Und je nach Arbeit dann eben auch richtig die passenden Arbeitsschutzschuhe oder eben auch dementsprechend eine Jacke. So, viel Spaß beim Arbeiten mit Arbeitsbekleidung. Bis zum nächsten Mal.